Rita, ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch heute zustande kommt. Ich möchte bei deiner Familie anfangen. Rita, du bist verheiratet mit Heinrich Derksen und ihr habt 5 Kinder. Du hast uns ein Foto mitgebracht und ich würde es richtig schön finden, wenn du uns deine Familie anhand von dem Foto vorstellen könntest. Ja, gerne. Das ist jetzt meine Familie. Links neben mir ist mein lieber Mann. Mhm. Rechts, ganz außen, ist unser Ältester, ja. Der ist 28 Jahre. Neben ihm ist seine Freundin. Dann kommt der Patrick, der ist direkt neben mir, steht direkt neben mir. Der ist 25 Jahre. Okay. Dann links ganz außen ist unser Dritter, der Marcel. Der hat auch eine Freundin, ne? Der ist mit seiner Freundin, genau. Mhm. Und dann kommt der Felix, der große Felix, der daneben steht. Der wird jetzt im November 18. Oh ja. Ganz stolz. Ja, das kann man vorstellen. Genau. Und dann kommt zum Schluss unsere Kleine, unsere Jüngste, die Nadine Derksen, die uns viel Freude macht. Klein darfst du da auch nicht mehr sagen, dann ist sie wahrscheinlich fast beleidigt. Das stimmt, ne? Sie ist auch schon fast so groß wie ich. Genau, schön. Ist eine richtig schöne Familie. Rita, was bedeutet dir denn deine Familie? Meine Familie ist mein Zuhause. Ich fühle mich richtig wohl. Sie bedeuten mir sehr viel. Ich bin 28 Jahre verheiratet mit meinem lieben Mann. Bin viel unterwegs jetzt, wenn es geht, auf seinen Dienstreisen. Mit unseren 5 Kindern verstehen wir uns auch alle sehr gut. Oh, das ist ja was Schönes, ne, wenn man das sagen kann. Wir sind gerne zusammen. Mhm. Ich fühle mich richtig wohl, wenn alle da sind, wenn viel los ist. Ich habe mich früher immer, wollte immer eine große Familie haben und bin selber in einer Familie aufgewachsen mit noch 5 Geschwistern. Und ich fand das immer toll, dass immer jemand da war, immer was los war. Und deswegen gefällt es mir jetzt auch. Fühle mich richtig wohl in der Familie. Du wusstest von Anfang an, dass du gerne eine große Familie möchtest. Ja, genau, ich wollte es. Mein Mann, der hatte andere Vorstellungen, war geschockt etwas, als ich ihm das sagte, aber ich glaube, der hat sich auch damit. Er hat sich gut da reingefunden. Genau. Schön. Ja, eigentlich hast du selbst schon die Überleitung zur nächsten Frage gegeben. Ich möchte nun gern auf deine Herkunftsfamilie zu sprechen kommen und da einen Blick drauf werfen. Erzähl uns doch ein wenig von deiner Familie, wo du herkommst, wo du geboren wurdest und so weiter. Ja, gerne. Ich bin 1971 in Kasachstan geboren. Das war damals, gehörte zu Russland. Ich bin die zweitjüngste von 6 Kindern. Mit 4 sind wir dann aber nach Litauen gezogen. Als du 4 Jahre alt warst. Genau, als ich 4 Jahre alt war. Mein Vater hat dann eine Arbeitsstelle dann gefunden. Aber dann nach 2 Jahren, 78, sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Da warst du dann 6 Jahre. Genau. Dann kamt ihr nach Deutschland. Ja, und ihr wart in Deutschland, deine Mutter hat hier in Deutschland als Schneiderin oder Näherin gearbeitet, hast du mir erzählt. Ja, und als Schneiderin ist es ja ganz wichtig, dass man gut sieht. Ja, das stimmt. Und da ist ein Problem aufgetreten, das sich dann als schwere Erkrankung entpuppt hat. Mhm. Ja, meine Mutter hatte eine Arbeitsstelle gefunden als Näherin. Sie hatte da Röcke genäht. Sie hatte nicht lange gearbeitet, als sie plötzlich schwarze Flecken vor den Augen gesehen hat und das sie natürlich gestört hat. Klar. Ja, dann sind sie zum Augenarzt gegangen und der Augenarzt hat ihre Augen kontrolliert und das war alles in Ordnung. Aber er sagte zu ihr, sie sollte doch mal ihr Blut untersuchen lassen. Okay. Daraufhin kamen viele Untersuchungen, das Blut wurde untersucht, andere Untersuchungen. Und es stellte sich fest, dass sie Leukämie hat, schon im fortgeschrittenen Stadium. Deine Mutter war damals, glaube ich, Mitte 40. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dann folgten Krankenhausaufenthalte für deine Mutter. Wie hast du diesen Krankenhausaufenthalt oder diese Aufenthalte deiner Mutter wahrgenommen?
Ja, sie wurde dann ja sofort in die Spezialklinik eingeliefert, verstarb dann aber innerhalb eines Monats. Mhm. Das ging sehr schnell. Ich habe als Kind, ich habe keine große Erinnerung. Mhm. Mhm. Ich weiß nur, dass ich einmal da gewesen bin, wahrscheinlich auch öfter. Aber ich fand das alles nicht so schlimm. Mhm. Du hast als Kind noch gar nicht so wahrgenommen, wie schwer diese Krankheit ist. Genau. Ich habe das gar nicht so registriert. Ja. Ich weiß, wir waren einmal da und dann hatten die Ärzte uns Kindern irgendwie so Spritzengeschenke gekriegt. Das war erstmal was Tolles. Na klar, da kann man mitspielen. Genau. Und sie lag allein in einem Zimmer. Sie hat einen tollen Ausblick nach draußen. Mhm. Ich weiß, da waren irgendwie Bäume. Das habe ich noch alles in Erinnerung. Ich weiß auch noch, sie lag und sie war sehr schwach. Das habe ich schon wahrgenommen. Sie hatte auch so eine gelbe Haut. Das war nicht normal. Das war für mich als Kind schon ein bisschen. Aber ich habe das, glaube ich, nicht, das Ganze gar nicht so realisiert, dass es so schlimm um das ist. Schlimm. Du hast mir erzählt, ihr hattet zu dem Zeitpunkt in der Wohnung deiner Eltern noch kein Telefon. Dann kam ein Morgen, wo plötzlich deine Tante und dein Onkel vor der Tür standen und euch eine Nachricht überbrachten. Und dieser Morgen hat sich tief in dein Gedächtnis eingeprägt. Ja, genau. Es muss früh morgens gewesen sein, als meine Tante und mein Onkel dann vor der Tür standen und die Nachricht uns überbrachten, dass meine Mutter in der Nacht gestorben sei. Ja. Ich weiß, als mein Vater die Nachricht erhalten hat, dass er sehr in Tränen ausbrach und aufgelöst zusammengebrochen ist. Meine Geschwister, die sind auch alle, ja, die waren alle zerstört. Sie waren schockiert. Genau. Das ist mir so noch hängen geblieben. Ja, das hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Genau. So manche Dinge hatte. Du sagtest, dass du dich nur dunkel an die Beerdigung deiner Mutter erinnerst, aber ein Eindruck prägt sich negativ bei dir ein. Mhm. Mein Vater, der wollte unbedingt, vor die Beerdigung losging, noch Fotos von dem offenen Sarg meiner Mutter zu machen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Aber für mich als Kind war das, da war das nicht schön. Schockierend. Es war schockierend, sie so zu sehen. Sie sah so anders aus. Mhm, klar. Es war so, ja, unheimlich auch. Ja, ja. Durch diese kurze und schwere Krankheit war ihr Äußeres verändert. Ja, genau, sie sah ganz anders aus und ich habe sie nicht mehr wiedererkannt. Dadurch hatte ich auch später nachts oft Albträume gehabt. Ich sah immer das Bild vor mir. Ja. Ja. Das Bild einer leblosen Mutter. Genau. Mhm. Ja, du hättest es lieber gehabt, deine Mutter in gesundem, fröhlichem Zustand in Erinnerung zu haben. Genau, das ist, was ich mir dann oft danach gesagt habe, wenn ich nachts wach wurde. Ja. Ja, dass ich sie dann lieber so gesehen hätte, wie ich sie kannte. Wie du sie kanntest. Ja, das Bild ist mir sehr eingeprägt. Ich weiß aber von meiner Schwester, die sagte mir, dass ihr das aber sehr geholfen hat. Da sieht man, wie unterschiedlich man reagiert. Genau. Ne? Sie hat halt so bestimmte gesehen, Sachen, die sie an ihr, typisch für sie, für meine Mutter waren. Und das hatte sie ja so ein bisschen ermutigt. Das fand sie gut. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass deine Mutter sich in dieser kurzen und so schweren Krankheit sehr verändert hat und dass das auch schockierend ist für ein kleines Mädchen mit 7 Jahren, das da am Sarg steht. Ja, genau. Durch ihre Krankheit war ihre Haut ganz anders. Mhm, genau. Das weiß ich bis heute noch. Das war irgendwie so ein ganz gravierende, was mir aufgefallen ist und hängen geblieben ist. Rita, welche Rolle spielte der Friedhof und das Grab deiner Mutter in deiner Trauerverarbeitung? Ja, so wenn ich an den Friedhof dachte und das Grab,
Das war für mich fremdlich eher, befremdend. Mhm. Ich mochte nicht gern zum Grab gehen. Für mich war, also für mich war das nicht so, als ob meine Mutter da beerdigt wurde, sondern eher meine Mutter ist im Himmel. Das war für mich ganz fest als Kind. Das war mein, was ich immer geglaubt habe. Und das Grab war für mich nicht so, wo ich gerne hingehe. Ja. Es war auch nicht der Ort, wo du trauern konntest. Nee, gar nicht. Wir sind ja dann nach Köln gezogen und wir sind nicht oft da dann gewesen. Sind wir nicht oft hin. Hast du noch Erinnerungen an deine Mutter? Ja, wenn ich so nachdenke, sind da sehr wenige Erinnerungen. Also ich kann mich wirklich nur schwach an sie erinnern. Für mich ist das so, als ob da irgendwas ausgelöscht wurde. Ich weiß schon an ihre Art. Also wenn ich an sie denke, es war so eine liebe, fürsorgliche, ruhige, ja, so eine Art, ich fühlte mich wohl, wenn ich an früher denke, meine Kindheit. Es war einfach schön. Mehr kann ich dazu. Es ist eher so ein Geborgenheitsgefühl, genau, wenn du an deine Mutter denkst. Mich würde noch interessieren, wie hast du damals als 7-jähriges Mädchen getraut? Ja, wir haben damals als Geschwister nicht viel miteinander geredet oder gar nicht. Mit meinem Vater auch nicht. Mein Vater hat versucht, dann den Haushalt zu schmeißen, mit uns zur Schule teilweise zu bringen, einige Geschwister alle zu versorgen, zu kochen, zu putzen. Mhm. Er übernahm alles und er versuchte es auch nicht so zu zeigen, seine Trauer. Ja. Deswegen haben wir miteinander auch nicht drüber geredet. Ich, für mich waren das immer so dann die Nächte oder wenn ich mich alleine fühlte, dass ich dann geweint habe und mit Gott geredet habe. Das war für mich damals sehr wichtig. Du sagst, du hast, wenn du allein warst oder in der Nacht, wenn deine Geschwister schliefen, genau, dann hast du geweint. Gab es in der Zeit auch die Situation, dass du Gott gefragt hast, warum? Ja, am Anfang ganz viel, fast jedes Mal, sage ich mal, kam immer die Frage, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist unbedingt meine Mutter gestorben? Ja. Die kamen ganz oft oder fast immer sogar. Aber ich weiß, ich habe dann mit Gott geredet. Ich habe mit Gott geredet und gesagt, warum lässt du das zu? Aber dann wusste ich, Gott weiß warum. Meine Mutter ist im Himmel, sie ist bei Gott und dann schlief ich bei den Gedanken auch ein. Und wenn ich am Morgen dann wach wurde, dann war mir die Welt wieder in Ordnung. Das ist schon ein ganz starkes und enormes Zeugnis, dass ein 7-jähriges Mädchen das so erleben kann. Ich habe so den Eindruck, dass du auch da vielleicht das erlebt hast, was deine Mutter dir mitgegeben hat. Ja, das hat ganz stark geprägt. Also das war so eine feste Sicherheit, dass Gott da ist, dass Gott mich versteht, dass Gott weiß, warum. Ich habe da meinen Halt gefunden. Und das war für mich, so das Verständnis. Das war für mich dann, ich werde sie mal 7, ich werde sie mal irgendwann mal wiedersehen. Das gab mir immer diesen Trost, diese Gewissheit. Ich weiß, irgendwann mal hatte ich mir dann gesagt, so, meine Mutter kommt nicht mehr. Sie ist nicht mehr da, sie ist im Himmel, das war auf jeden Fall. Das Leben geht weiter und ich muss einfach so jetzt weiterleben. Und das Leben läuft dazu. Und dann wurden auch diese nächtlichen, wo ich so geweint habe, die Warum-Fragen, die wurden noch immer weniger. Du hast also da als 7-Jährige schon das erlebt, was wir heute in der Trauerarbeit das Loslassen nennen.
gesagt hast, Gott weiß warum. Ja. Und sie kommt nicht zurück. Ich lass los, das Leben geht weiter. Das ist ja ein ganz schwerer Satz eigentlich in so einer Situation. Ja, das stimmt. Mhm. Aber das war für mich damals ganz wichtig, glaube ich. Ja. Damit, es war dann leichter. Mhm. Ich habe gerne an sie gedacht. Mhm. Ich habe auch immer wieder, aber es war nicht so dieser Schmerz, dieser Trauer, ja. Der wurde dann immer weniger. Ja. Ja, ein veränderter Schmerz und dann weniger. Genau. Mhm. Dein Vater hat ja dann ziemlich bald wieder geheiratet. Mhm. Wie habt ihr als Geschwister dann die neue Frau des Vaters empfunden und aufgenommen? Ja, mein Vater hat ein halbes Jahr später geheiratet, mhm. ziemlich früh. Mhm. Und hatte aus Köln eine Frau geheiratet. Das heißt, für uns, wir zogen auch nach Köln. Mhm. Das war erstmal alles fremd, neue Umgebung. Ja. Ich hatte keine Freunde da. Die Gemeinde, da hatte man keinen damals. Mhm. Neue Schule. Auch die Essensgewohnheiten waren damals für mich ganz wichtig. Die waren anders. Ich mochte viele Sachen nicht. Das merkt man so als Kind ganz stark. Und die machen dann einen, da fühlt man sich nicht verstanden. Mhm. Das waren so die Momente, wo man dann nachts wieder so einen Schmerz kam. Ja. Warum ist meine Mama nicht da? Ja. Ja. Aber ja, am Anfang haben wir auch als Geschwister uns gesagt, wir würden nie zu ihrer Mutter sagen. Mhm. Das war so ein bisschen, aber das habe ich nicht lange durchgezogen. Sie hat für uns liebevoll gesorgt, sie war fürsorglich, sie hat ihr Bestes getan. Ja. Sie hat alles für uns getan, also dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und du hast dann irgendwann auch Mama zu ihr gesagt? Ja, das ging ziemlich schnell dann. Mhm. Schön. Nun gab es ja noch einen Menschen in deinem Leben, der ganz wichtig für dich war. Und das war deine Oma. Ja, richtig. Du hast mir erzählt, dass deine Oma ein Stück Heimat für dich war. Was meintest du damit? Meine Oma hat uns oft besucht. Mhm. Wir waren oft bei ihr gewesen. Und das gab uns ein bisschen Heimat. Mhm. Es war so ein bisschen das Gefühl von Zuhause sein, mhm. von mhm. Geborgenheit. Sie hat sich für uns um uns sehr gekümmert. Sie hat sich gesorgt, sie hat uns verwöhnt. Wenn sie bei uns war, hat sie alles gemacht. Und ich war sehr gerne bei ihr. Mhm. Und ich habe mich immer gefreut, wenn sie bei uns war oder wir bei ihr waren. Mhm. Es war immer sehr schön. Die hat wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich gekocht wie deine Mutter. Genau, die Essensgewohnheiten waren wieder und das war wieder so ein Stück von früher. Das ist ja oft so, die Töchter kochen genau, wie die Mütter. Ne? Ganz so. Genau. Ja, okay. Das war wieder so ein Stück Heimat und Geborgenheit. Ja, richtig. Hat die Oma auch über deine Mutter gesprochen? Ja, sie hat schon gesprochen. Sie hat immer wieder mal was erzählt. Aber ich merkte, sie wird sehr traurig. Es fällt ihr sehr schwer. Mhm. Und dann hat sie auch nicht so viel dann erzählt. Ja, ja. Mhm. Ich war auch jemand, der nicht so viel nachgefragt hatte. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch unter Angehörigen oft der Fall, dass man nicht so viel fragen möchte, weil man weiß, man tut dem anderen damit weh. Ja. Deine Oma lebt ja nicht mehr. Sie ist ja mittlerweile auch verstorben. Als die Oma starb, was ist da unter euch Geschwistern passiert? Was hat der Tod der Oma vielleicht nochmal ausgelöst? Ja, das ist nochmal so ein Stück von zu Hause, von früher, von der Kindheit, so ein bisschen mhm. Heimat verloren gegangen. Mhm. Mhm. Sie war schon immer diejenige, wo man, wenn man sie besucht hatte, dass man so ein bisschen ein Stückchen, was man kannte, so von früher. Ja. Und das war jetzt, wo sie nicht mehr da war, da ist nochmal so ein aufgebrochen, nochmal der Schmerz. Ist nochmal ein Stück Heimat verloren gegangen. Genau. Mhm. Ich weiß, bei meinen Geschwistern
ist es vieles manchen schwerer, weil das nochmal so die Erinnerung nochmal ganz gravierend an der Mutter war, dass sie da jetzt auch nicht da war. Das schmerzte. Das schmerzte, aber du hast damals bei diesem Abschiednehmen von der Oma nicht so eine Haltlosigkeit oder so empfunden? Nein, gar nicht. Also ich hatte sie unheimlich gern, aber ich hatte auch einen Frieden. Also es war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, es bricht was zusammen, sondern das war meine liebste Oma. Die ist nicht mehr da, aber es ist nicht erneut wieder das Alte aufgebrochen. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja bei vielen Menschen der Fall, dass dann wieder das nochmal alles aufbricht. Ja, Rita, du hattest als Kind wirklich eine sehr große Verlusterfahrung. Spürst du jetzt als erwachsene Frau und als Mutter manchmal die Auswirkung dieser Verlusterfahrung? Ich weiß gar nicht so recht. Wahrscheinlich unbewusst schon, in bestimmten Momenten, aber eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. Also ich bin ziemlich glücklich mit meiner Familie. Ja, ja. Das gibt mir so diese Sicherheit, diese Geborgenheit. Ja, das ist so ungefähr so das Zuhause, das ich habe. Und ich glaube, ja, deswegen, es ist immer noch im Hintergrund so ein schwarzes Loch, wenn ich an die Kindheit denke. Ja, ja. Das bleibt, da fehlt was. Aber ich denke, ich habe es verarbeitet, teilweise verdrängt. Würdest du sagen, dass das Verdrängen dir auch ein Stück weit geholfen hat zu überleben? Ja, ich glaube sogar sehr viel. Also ich glaube auch von meinem Typ her hat mir das sehr viel geholfen. Ich hatte immer gesagt, bei schwierigen Situationen, das ist so, das musst du jetzt annehmen, das Leben geht weiter und einfach nach vorne. Ich glaube, das hat mir ganz viel geholfen. Da würde ich allerdings sagen, ich glaube gar nicht, dass es ganz verdrängt war, sondern ich spüre so, ich persönlich spüre so zwei Punkte. Einmal das, dass du deine Fragen, dein Warum an Gott geheftet hast. Schon als Kind. Und das andere, dass du losgelassen hast. Das ist ja eine ganz wichtige Trauerarbeit. Ja, das stimmt. Ja. Und dann wirst du einfach schon verdrängt haben und damit auch viele Erinnerungen ausgelöscht haben. Ja, bei mir ist wie ein Riss. Wie ein Riss. In der Familie. Wenn ich an die Kindheit denke, das ist, ich kann mich an vieles nicht erinnern oder fast gar nicht. Also es ist wirklich so nach dem Tod, vor dem Tod, es ist, die Erinnerungen sind alle weg. Und danach, die Kindheit war auch viele schöne Dinge. Also ich kann mich an viele schöne Dinge erinnern, die ich hatte. Aber halt alles so ein bisschen gedämpft. Das finde ich gut ausgedrückt. Alles etwas gedämpft. Ja, genau. Wenn du dich jemand fragen würde, der deine Geschichte gar nicht kennt, und dich fragen würde, Rita, wie war deine Kindheit? Was würdest du antworten? Ja, das ist dieses, es gibt zwei Seiten. Also ganz stark. Also ich denke erstmal, es war schön, so allgemein, das Aufwachsen. Dann, wenn ich aber an den Tod denke und davor, die Kindheit, das ist wie ausgelöscht. Dann, ich kann mich an diese Dinge einfach nicht erinnern. Das Einzige weiß ich nur, dass meine Mutter, es war schön, es war so eine Geborgenheit, wenn ich an sie denke. Das ist mehr so eine gefühlsmäßige Erinnerung. Genau, aber ich habe schöne Gefühle, also ich kann mich an nichts erinnern, was passiert wäre, wo ich traurig war. Also es gibt nichts. Es ist nur so ein schönes Gefühl, das noch geblieben ist. Es heißt ja immer, dass unser Gedächtnis wie ein Computer ist, aus dem man schwer etwas löschen kann. Aber wenn ich dich so höre, dann denke ich fast,
Es ist auch ein Segen, dass manche Dinge gelöscht werden können. Ja, das ist ja. Es auf jeden Fall. Bestimmte Dinge. Gerade wenn man so als Kind, als sensibles Kind das erlebt, genau, dann ist es wahrscheinlich auch Bewahrung Gottes, dass du manches nicht mehr weißt. Ganz bestimmt. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich bin danach ja gut damit zurechtgekommen. Ja, ja, ja. Ich hatte immer nach vorne geschaut. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich da irgendwie was verfolgt oder irgendwie. Und du bist heute Mutter von 5 Kindern, Ehefrau eines Mannes, der sehr viel unterwegs ist und hast hier keine übertriebenen Verlustängste. Das kommt ja bei vielen Menschen, die früh einen Elternteil verloren haben, dass sie dann ständig in Angst leben. Und da denke ich, da bist du nicht. Ne? Also mein Mann ist viel unterwegs, ja, ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, wenn er jetzt weg ist, dann passiert was. Also diese Ängste kenne ich eigentlich nicht. Ja, Rita, deine Geschichte berührt wirklich. Und ich bin sicher, dass auch andere Menschen dich als gestärkte, ja resiliente Persönlichkeit wahrnehmen. Und ich möchte dir gern noch die Frage stellen, was hat wohl dazu beigetragen, dass du diese gestärkte Persönlichkeit geworden bist? Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass ich an Gott geglaubt habe. Also wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe niemals gezweifelt, dass es Gott gibt, dass er da ist, dass er mich versteht. Es war immer felsenfest. Das hatte mich immer Trost, das hatte mir immer die Sicherheit gegeben. Dann kam noch dazu meine Oma. Ja. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Teil. Meine Oma war immer da, sie hat uns immer... Ja, wir waren da immer sicher, wir fühlten uns da geborgen bei meiner Tante, meinem Onkel, wo wir waren. Ich glaube, das hatte mich persönlich sehr gestärkt. Zu der zweiten Frau deines Mannes hast du ja auch ein recht gutes Verhältnis. Das trägt wahrscheinlich auch noch dazu bei. Ja, also wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Ja. Es ist für mich wie eine Mutter. Mhm. Ich habe sie so auch angenommen, ja, ja. Und fühlte mich auch sicher. Sie hat mich versorgt. Also ich denke mal, dazu hat sie auch viel beigetragen. Ja, ja. Rita, ich empfinde das, was du uns jetzt erzählt hast, als ein ganz starkes Zeugnis. Du bist keine verunsicherte, traurige Frau. Du strahlst Zufriedenheit aus und ich weiß, dass du auch in deiner großen Familie eine starke Säule bist. Für mich bist du ein Beispiel dafür, dass auch Menschen mit einer großen Verlusterfahrung in der Kindheit gestärkte Persönlichkeiten werden können. Hab ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.